Heute bei Transfermarkt TV. Real Madrid wirbt offenbar erneut um Sadio Mané. Und dann haben wir auch zwei spannende Gerüchte zum FC Bayern für euch, nämlich Gareth Bale und Memphis Depay sollen bei den Münchnern auf dem Zettel stehen. Das und vieles mehr gibt es heute bei uns in der Folge. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns ein Abo dalasst. Die TSG Hoffenheim hat einen neuen Trainer für die kommende Saison gefunden. Alfred Schreuder wird den Posten bei den Kraichgauern übernehmen. Der bisherige Co-Trainer von Ajax Amsterdam erhält einen Vertrag bis 2022 und kostet eine Ablöse von rund 1 Million Euro. Schreuder war zwischen Oktober 2015 und Januar 2018 bereits Co-Trainer in Hoffenheim, unter anderem von Julian Nagelsmann, der ab Sommer bei RB Leipzig unter Vertrag stehen wird. Ajax Amsterdam hat derweil den Vertrag von Marc Overmars vorzeitig verlängert. Statt bis 2020 ist der Sportchef nunmehr bis 2024 beim Eredivisie-Club gebunden. Die Meldung des Champions-League-Viertelfinalisten kommt kurz nach neuerlich aufgeflammten Gerüchten, wonach Overmars sich dem FC Arsenal anschließen könnte. Tja, Overmars ist nun erstmal vom Markt. Dagegen wird Adelaide United den auslaufenden Vertrag von Trainer Marco Kurz nicht verlängern. Der Club aus Südaustralien gab bekannt, dass man nach Ende der aktuellen Saison getrennte Wege gehen wird. Beide Seiten kamen bei ihren Gesprächen nicht auf eine gemeinsame Linie für die zukünftige sportliche Ausrichtung des Clubs. Callum Hudson-Odoi steht vor seinem Debüt für die englische A-Nationalmannschaft. Der vom FC Bayern umworbene Stürmer des FC Chelsea ist von England-Trainer Gareth Southgate nachträglich in den Kader für die kommenden EM-Quali-Spiele gegen Tschechien und Montenegro berufen worden. Der 18-Jährige sollte eigentlich bei der U21 debütieren, wurde am Montag aber direkt zur A-Nationalmannschaft beordert, nachdem gleich mehrere Spieler der Three Lions verletzungsbedingt abgesagt hatten. Leicester City hat Routinier Wes Morgan abermals mit einem neuen Vertrag ausgestattet. Das auslaufende Arbeitspapier des 35-jährigen Innenverteidigers wurde um ein weiteres Jahr bis Juni 2020 verlängert. Morgan spielt seit 2012 für Leicester und gehört zu den dienstältesten Spielern bei den Foxes. Nur Torwart Kasper Schmeichel ist noch länger als er beim Verein. Torhüter David Ospina von der SSC Neapel hat nach seiner Kopfverletzung im Ligaspiel gegen Udinese Calcio das Krankenhaus verlassen. Wie der Serie A-Club mitteilte, waren alle Tests negativ. Der 30-jährige Kolumbianer werde allerdings nicht zu seiner Nationalmannschaft reisen. Ospina war am Sonntag in der Partie gegen Udinese bewusstlos zusammengebrochen und in eine Klinik gebracht worden. Und der Deutsche Fußballbund bewirbt sich mit der Allianz Arena in München nicht nur für das Champions-League-Finale 2021, sondern auch für das im darauffolgenden Jahr. Damit geht der DFB auf Nummer sicher, damit es zumindest in einem der beiden Jahre mit der Finalaustragung klappt. Die Entscheidung über die Austragungsorte der Finals von 2021 bis 2023 wird im September getroffen. Seit der Rückkehr von Zinedine Zidane gibt es beinahe täglich Gerüchte um mögliche Zu- und Abgänge bei Real Madrid. Und wir haben hier mal einige der aktuellsten für euch zusammengefasst. France Football meldet zum Beispiel, dass Liverpools Sadio Mané die gewünschte Verstärkung für die Offensive sei. Bereits im vergangenen Sommer hatte die französische Zeitung davon berichtet, dass der Senegalese kurz vor einem Engagement in Madrid stand, was letztlich aber am damaligen Abgang Zidans scheiterte. Dieser soll nach wie vor ein großer Befürworter einer Verpflichtung der 26 sein. Jetzt könnte es einen neuen Anlauf geben. Mané hatte allerdings erst kürzlich bis 2023 in Liverpool verlängert. Lassie95 schreibt, für Mané würde ein Wechsel zu Real sportlich absolut Sinn machen, da die Madrilenen noch mal eine Stufe über Liverpool einzuordnen sind. Jedoch halte ich einen Transfer eher für unrealistisch aufgrund der Vertragslänge und einer möglichen Ablöse von 120 Millionen Euro aufwärts. Tubal sagt dazu, alle unsere Leistungsträger haben 4 bis 5 Jahre Restvertrag. Ich sehe überhaupt keinen Grund, Mané abzugeben. Hier wächst etwas Gigantisches heran. Mané ist Weltklasse, aber das ist Hazard auch und er ist das wesentlich einfachere Ziel. Ein weiterer Wunschspieler von Zinedine Zidane soll außerdem N'Golo Kanté vom FC Chelsea sein. Das berichten englische Medien. Kanté hat bei den Blues allerdings noch einen Vertrag bis 2023. Es scheint also kaum vorstellbar, dass Chelsea angesichts der kommenden Transfersperre einen solchen Leistungsträger abgeben wird. Ein unerwarteter Abgang könnte den Madrilenen derweil in der Defensive drohen. Dort soll laut der L'Equipe Raphael Varane Abschiedsgedanken haben. Der 25-jährige Weltmeister aus Frankreich steht bereits seit 2011 bei Real unter Vertrag und gewann mit dem Club seither 16 Titel, darunter 4-mal die Champions League. Die laufende Chaos-Saison soll bei Varane aber zu Überlegungen geführt haben, ob es nicht Zeit für eine neue Herausforderung sei, heißt es. Tja, Varane hat aber noch ganz schön lange Vertrag, nämlich bis 2022. Darin ist eine Ausstiegsklausel über
200 Millionen Euro verankert. Es soll immer wieder Interesse aus England geben. Und da wird dann so berichtet, dass eine Ablöse um die 140 Millionen Euro hoch sein könnte. Das sind natürlich auch alles Spekulationen. Aber sollte es zu einem solchen Wechsel von Varane beispielsweise nach England kommen, dann wäre er ganz klar der teuerste Verteidiger der Welt. Und dann wollen wir an dieser Stelle mal eine kleine Statistik einschieben und auf die bislang 5 teuersten Innenverteidiger der Welt schauen. David Luiz, knapp 50 Millionen Euro war sein Wechsel schwer vom FC Chelsea zu Paris Saint-Germain. Auf der 4 Eder Militao, einer der jüngsten Transfers, die bestätigt wurden. 50 Millionen Euro sind es genau bei ihm. Er wird im kommenden Sommer eben zu Real Madrid wechseln vom FC Porto. John Stones, der war auch mal der teuerste Innenverteidiger. 55,6 Millionen von Everton zu City. Ebenfalls zu City wechselte Emerick Laporte für 65 Millionen Euro, damals von Athletic Bilbao. Und auf der 1, das wisst ihr, Virgil van Dijk, aktuell der teuerste Innenverteidiger, 78,8 Millionen. Sein Wechsel vom FC Southampton zum FC Liverpool. Das sind die aktuell 5 teuersten Innenverteidiger der Welt, zu denen Varane bei einem möglichen Wechsel im Sommer dazustoßen könnte. Und es gibt ein weiteres Gerücht um einen Abgang bei Real. Denn der FC Bayern soll sich um eine Verpflichtung von Gareth Bale bemühen. Das Verhältnis des Walisers zu Zinedine Zidane soll nicht das allerbeste sein. In dessen erster Amtszeit war Bale nicht immer Stammspieler. Und der FC Bayern München soll einer der wenigen Vereine sein, die sich Bale überhaupt vorstellen könnte. Aus dem Umfeld von Gareth Bale heißt es, das ist ein Transfer, der alle Seiten anspricht, inklusive den Spieler. Wer würde nicht gerne für Bayern München spielen? Real und Bayern haben eine gute Beziehung. Es ist ein Deal, der über die Bühne gehen könnte. Ja, dazu wollen wir doch gerne mal den Real Madrid-Experten hören von Real Total, nämlich Nils Kern, was er dazu sagt. Das Kapitel Gareth Bale und Real Madrid, es scheint so gut wie beendet. Nach inzwischen 14 gemeinsamen Titeln ist es so gut wie sicher, dass man sich im Sommer von dem einstigen 101 Millionen Mann trennen wird. Und das ist eigentlich auch okay so, denn Gareth Bale hatte sehr, sehr viel Verletzungspech. Er konnte nicht aus dem Schatten von Cristiano Ronaldo treten und im Endeffekt muss er Platz machen für einen neuen Superstar, um damit auch den Umbruch bei Real Madrid einzuleiten. Gerüchte um Madrilen und den FC Bayern gab es in den letzten Jahren viele. Marco Asensio und Isco und Varane, sogar ein Lucas Vazquez sollte mal laut Medienberichten an die Sebener Straße wechseln. Aber jetzt Bale, das ist dann doch was anderes und nicht auszuschließen. Zumal Gareth Bale auch 2017 schon von den Bayern schwärmte. Damals sagte er, es sei für jeden Spieler eine Ehre, mit diesem Club in Verbindung gebracht zu werden. Wir bei Real Total schließen daher dieses Gerücht nicht aus und glauben, dass Bales Zeit bei Real Madrid vorbei ist. Aber Uli Hoeneß und Co. müssen doch tief in die Tasche greifen. 80 bis 90 Millionen sind wohl das Minimum. Also da können die Münchner nicht auf ein Schnäppchen wie damals bei James Rodriguez hoffen. Gareth Bale wäre übrigens nicht der erste Spieler, der von Real Madrid zum FC Bayern München wechselt. Haben wir schon einige Male erlebt in den letzten Jahren. Und das waren richtig prominente Fußballer. Arjen Robben. Für eine Ablösesumme von 25 Millionen Euro wechselte er in der Saison 2009-2010 nach München. Ebenfalls hat das 5 Jahre später Xabi Alonso getan. Der Spanier, damals 9 Millionen Euro die Ablöse. Und aktuell ist ja James Rodriguez ausgeliehen für eine Leihgebühr von 13 Millionen Euro. Auch bei dem wird das natürlich spannend, ob er im Sommer zurückkehrt zu Real Madrid oder doch beim FC Bayern bleibt. Machen wir weiter mit einem Gerücht zum FC Bayern. Der holländische Nationalspieler Memphis Depay will seinen aktuellen Verein Olympique Lyon offensichtlich verlassen und zu einem absoluten Topclub in Europa wechseln. Die Sportbild berichtet, dass neben PSG, Barca, Chelsea und Manchester City eben auch der FC Bayern den 25-jährigen Stürmer auf dem Zettel haben soll. Bei Manchester United konnte er sich ja einst nicht durchsetzen. Dazu haben wir ein Zitat von BVB 09. Der sagt, schwierige Personalie. Für einen Mittelstürmer sind die Scorer überschaubar. Allerdings spielt er dann ja auch gerne auf dem Flügel, wo er in meinen Augen auch hingehört. Da Bayern hinter Levi niemanden hat, dürfte er interessant sein, wobei Bayern auf den Flügeln eher einen Linksfuß benötigt. Italienische Medien berichten, dass Scouts von Borussia Dortmund den Argentinier Agustin Almendra von den Boca Juniors beobachten.
Der zentrale Mittelfeldspieler ist 19 Jahre jung und kam in dieser Saison bereits auf 14 Ligaeinsätze, in denen ihm ein Tor und eine Vorlage gelangen. Sein Vertrag bei Boca läuft bis 2022 und sein Marktwert liegt schon jetzt bei 5 Millionen Euro. Wir haben ja gestern schon über Antoine Griezmann gesprochen und dass der FC Barcelona wieder an ihm dran sein soll. Nun berichtet die Mundo Deportivo, dass der Franzose die Entscheidung, seinen Vertrag bei Atletico Madrid bis 2023 verlängert zu haben, bereue. Das sei aus dem Umfeld des Stürmers zu hören. Griezmann soll unter anderem mit der defensiven Spielweise unter Diego Simeone unzufrieden sein. Der chinesische Erstligist Dalian Yifang verpflichtete Mitte Februar den slowakischen Star Marek Hamšík von der SSC Neapel und nun könnte ein prominenter Ex-Teamkollege von ihm folgen. Laut französischer Medien verhandelt Dalian mit Neapel über einen Transfer von Dries Mertens im Sommer. Der Belgier ist seit Jahren Leistungsträger bei Napoli, hat aber nur noch Vertrag bis 2020. Und Richard Neudecker wird den FC St. Pauli zum Saisonende verlassen. Nun soll laut Liga2.de der holländische Club AZ aus Alkmaar Interesse am Offensivmann zeigen, auch weil dieser ablösefrei zu haben wäre. AZ setzt immer wieder auf junge, entwicklungsfähige Spieler und hat beste Aufsichten auf die Europa-League-Qualifikation in dieser Saison. Eine gute Option also für den 22-Jährigen. So langsam beginnt die heiße Zeit der Kaderplanungen für die kommende Saison. Da können wir schon mal eine kleine Ankündigung machen. Morgen werden wir uns hier bei ETM TV um den FC Schalke 04 und dessen Kaderplanung kümmern. Aber zunächst schauen wir heute auf unsere Statistik des Tages und auf die Spieler, die noch nicht wissen, wo sie in der kommenden Saison spielen, weil die Verträge nämlich auslaufen. Das sind die 5 wertvollsten Spieler mit auslaufendem Vertrag. Auf der 5 Diego Godin, Marktwert 25 Millionen Euro, seit 2010 spielt er bei Atletico. Der soll sich wohl schon mit Inter einig sein. Die offizielle Bekanntgabe kommt wohl in Kürze. Auf der 4 Yassin Brahimi, 1 Million Euro Mehrwert. Der spielt beim FC Porto schon seit einiger Zeit. Zuletzt gab es Gerüchte um einen Wechsel zu Fenerbahce. Auf der 3 Ander Herrera, Marktwert 28 Millionen, der Mann von Manchester United. Unter Solskjaer kriegt er etwas mehr Einsatzzeit. Aktuell ist er allerdings verletzt. Auf der 2 Adrien Rabiot. Im letzten Marktwert-Update wurde er abgewertet auf 35 Millionen Euro. Dass er PSG verlässt, ist schon klar. Und auf der 1 David De Gea, ein Torwart, 70 Millionen Euro sein Marktwert. Der Club hat die Option, den Vertrag zu verlängern, ist allerdings auch noch nicht offiziell bekannt gegeben. Und das sind die wertvollsten 5 Spieler mit auslaufendem Vertrag. Was meint ihr? Wird der ein oder andere dieser 5 Spieler seinen Vertrag doch noch verlängern beim aktuellen Club oder wird es woanders hingehen? Könnt ihr uns gerne eure Ideen dazu schreiben. Und wir sind dann auch schon am Ende unserer heutigen Transfermarkt-TV-Sendung. Wir schauen zum Abschluss auf Samuel Eto'o, den Altmeister, der aktuell auf Charity-Tour unterwegs ist in seiner kamerunischen Heimat, hat ein bisschen Fußball gespielt mit Kindern und die Bilder dazu schauen wir uns zum Abschluss an. Bis morgen, dann wieder hier und tschüss. L'éternel est mon talent.